Der Schuldenschnitt vom Frühjahr hat Griechenland erstmal etwas Luft zum Atmen verschafft. Einigen Anlegern wiederum treibt er die Zornesröte ins Gesicht und mittlerweile rollt eine erste Klagewelle gegen Griechenland an. Ob diese auch von Erfolg gezeichnet ist bzw. sein könnte, das will ich heute wissen von Dietmar Zandke von Zandke Asset Management. Ja, Herr Zandke, wie schaut es denn mit den Erfolgschancen aus für die Anleger? Ja, zunächst mal haben die Anleger recht, dass sie zornig sind, denn sie wurden bei dem Schuldenschnitt, bei dem Zwangsschuldenschnitt gar nicht gefragt. Es handelt sich hier um etwa 4000 deutsche Kleinanleger. Und sie haben vor allen Dingen eben auch eine Menge durch den Schuldenschnitt verloren, etwa 70% ihres Vermögens. Denn sie mussten einen Schuldenschnitt von über 50% hinnehmen. Gleichzeitig sind die Coupons deutlich nach unten gegangen, also auch nochmal einen Zinsverlust hinnehmen. Und dann wurden auch noch kurze Anleihen umgeschuldet in 11- bis 30-jährige Anleihen. Das macht wirklich nicht viel Spaß. Und ich kann nur jedem empfehlen, zu klagen. Die DSW, die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, rät hierzu auch, denn sie sagt, dass der Schuldenschnitt, der verstößt gegen europäisches Recht, er verstößt gegen Völkerrecht. Ich denke, dass hier durchaus juristische Chancen gegeben sind, nur wir haben gesehen, dass auch der verfassungswidrige ESM von dem Verfassungsgericht letztendlich durchgewunken wurde. Ich glaube, realistisch sind die Chancen wahrscheinlich relativ klein, aber was ich auch noch dazu sagen möchte ist, es sollten nicht nur die klagen, die wirklich Geld über den Schuldenschnitt mit griechischen Anleihen verloren haben, sondern wir haben ja noch viel mehr Milliarden durch die Garantien, die wir gegeben haben, nicht nur an Griechenland, sondern eben auch an andere Peripherieländer haben wir im Feuer. Und nur hier sieht man mal ganz deutlich, was mit diesen Garantien oder mit diesen Gläubigern passieren kann. Hier ist es wirklich zu einem Vermögensverlust gekommen und das werden wir wahrscheinlich auch bei den Garantien sehen in Zukunft. Für den Fall, dass den Klagen dennoch stattgegeben werden sollte, was würde das für Folgen nach sich ziehen? Würde der ganze Schuldenschnitt nicht zwangsläufig ad absurdum geführt? Ja, selbstverständlich, denn dann müsste Griechenland im Grunde genommen zahlen. Dann wird es richtig teuer für Griechenland. Aber man muss ja dazu sagen, es können nur die klagen, die dem Schuldenschnitt vorher nicht zugestimmt haben. Und das ist dann natürlich wirklich nur ein geringer Teil. Also von daher wird Griechenland nicht den ganzen Schuldenschnitt wieder rückgängig machen müssen. Währenddessen kann sich der deutsche Staat über ein Mehr an Steuereinnahmen freuen. Gut 4% mehr waren es. Trotz allem ist die Wirtschaftslage vielleicht gar nicht so schlecht, wie uns manche Wirtschaftsdaten weismachen wollen. Also es waren ja allein im September 4,2% mehr als im Vorjahr. Und wenn wir mal die ersten drei Quartale nehmen, dann sind es sogar über 5%, 5,6% mehr Steuereinnahmen. Das ist eine ganze Menge und das zeigt, dass Deutschland von dem starken Export sehr stark profitiert hat. Ich will nicht sagen Deutschland, sondern der deutsche Staat. Es zeigt aber eben, das sind die Steuereinnahmen aus der Vergangenheit. Gleichzeitig wird ja gewarnt vor einer starken Konjunkturabkühlung. Das heißt, die Steuereinnahmen können durchaus wieder weniger werden. In diesem Jahr werden sie wahrscheinlich erstmals die 600 Milliarden Grenze überschreiten. Um nochmal auf die Garantien zurückzukommen, das sind in etwa die Garantien, die wir bisher über ESM und andere Garantien ausgegeben haben. Das zeigt, was für enorme Summen das sind. Das heißt, am Ende des Tages hat Berlin deutlich mehr Geld als erwartet und will aber 2013 trotzdem weiterhin Schulden machen. Ist das in der aktuellen Situation das richtige Signal für den Markt? Also für den Markt wahrscheinlich schon. Der Markt freut sich ja immer, wenn mehr Liquidität in den Markt kommt, wenn eine expansive Geldpolitik gefahren wird oder wenn die Staaten mehr Schulden machen, ist das für die Staaten, für die Märkte immer wunderbar. Die Frage ist, ist es das richtige Signal an den Steuerzahler? Denn der Steuerzahler, der erwirtschaftet ja letztendlich eben die Steuereinnahmen für seinen Staat und der kann eigentlich auch erwarten, dass er dafür auch in Zukunft wieder etwas zurückbekommt. Aber eigentlich sind ja eher noch Steuererhöhungen geplant in Form von Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Finanztransaktionssteuer und so weiter. Das ist sicherlich nicht das Signal für einen fleißigen Bürger. Klare Aussagen von Dietmar Zandke von Zandke Asset Management. Vielen Dank für das Gespräch.